Guten Abend. Es ist Freitag, 12. Juli, 21 Uhr. Manche schauen. Wo ist es denn? Bin gerade gekommen. Ja, manche schauen tagsüber und fragen, ob das eine Live-Sendung ist. Interaktiv. Und eben deswegen empfehle ich, immer unten zu lesen. Da steht, ob es live ist oder nicht. So, Moment mal. Aha. Okay. Es ist wie jeder andere Fernseher. Es gibt ein TV-Programm und das kennt ihr immer. Hier schauen. Hier ist diese Schleife hier unten. Eben letzte Videos hier, in Facebook-Infos, hier, Click Me. Also da kommt ja überall auf die Seiten, wo ihr, wo es hier auch angesagt ist. So, ja, jetzt ist es schwarz, aber ist okay. Also diese Schleife unten, normalerweise ist es weiße Schrift, aber wenn es, ihr könnt das einfach auch sehen. Und das heißt, ich glaube, wir machen mehr Live-Sendungen als Fernsehen. Denn die trauen sich nicht, Live-Sendungen zu machen, aus Angst vor Fehler. Und für mich gibt es keine Fehler. Jo, ich stehe heute zur Verfügung. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, viele Meetings gemacht. Es geschieht hier viel in Leipzig. Viele neue Gruppen kommen zusammen. Und die Live-Sendungen sind ein bisschen schwächer geworden. Also ist wenig los. Aber es gibt für alles eine Zeit. Das heißt, wir bringen im Moment viele Gruppen zusammen, wir gestalten viele, viele, viele Konferenzen.
Und da lade ich euch ein, vielleicht gerne mit zu gestalten, mitzuhelfen. Je mehr aktive Menschen da sind, die gestalten, die Mut haben, desto weniger Missbrauch gibt es in der Welt. Also wenn ihr hier auf NGTV auf Experten klickt, so, ich mache das hier in einen Tab, dann habe ich den Chat offen. Also ihr könnt einfach zum Beispiel hier Festival, Messe, Konferenzen. Und das ist im Moment, was für mich sehr wichtig ist. Hier, das sind Wiederholungen. Geomantie, Geobiologie, Wasserkongress in Hamburg, 12. Oktober, 13. Oktober, Naturwesenkonferenz in Wien. 23. November bewusst gelebte sexuelle Lebenskraft. 10. Januar Geistwesenkonferenz. 24. Januar Tantra-Massage-Konferenz. 12. Februar Lichtkristalle für Wien. Und dann natürlich sind die Gründung Deine Stadt TV. Im Moment, wir haben Berlin, Gründung Berlin TV. Zweite Gründung, München TV, siebte oder achte Gründung, Salzburg, Rom, das weiß ich nicht, ob das was wird. Elsass gibt es schon einige, nehme ich an, die Interesse haben. Eins oder zwei. So, dann kennt ihr einfach die Referenten, die schon da sind. Manche werden noch kommen. Ihr braucht nur drauf zu klicken. Hier ist die Video, die erste Sendung, wo wir Salzburg dazu eingeladen haben. Hier ist die Videoeinladung, Texte. Und dann hier wird eine Liste der Referenten, die sich da vorstellen. Es wird auch ein Konzert mit einer wunderbaren Tänzerin. Indischer Tanz, aber richtig große Tradition. Und ja. Dann natürlich hier die Veranstaltungen alle. Also bevor ihr schaut, einfach auch hier. Hier sind alle und hier eben nach Thema. TV-Sendung wollt ihr nur sehen oder Seminare, Vorträge, Ausbildung, Meditation. Wir haben hier drei Meditationskonferenzen. In Dresden, in Leipzig und in Chemnitz. Dann Seminare, Vorträge, Ausbildung. Ja, und hier kann natürlich, wie ihr seht, kann jeder seine Veranstaltung hier eintragen. Frauenkreis Leipzig, Dia-Abend über Kamelreisen in Wüste Sinai und ja, das haben wir nicht so sehr gepflegt, aber viele wissen noch nicht über diese Möglichkeit. Dieser Veranstaltungskalender ist natürlich auch ein, kannst du in hier deine Veranstaltung reinschreiben und kannst du auch in deine Webseite mit einem Filter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Regio TV gehe, also so könnt ihr das mit einbeziehen, national, zum Beispiel Berlin TV. Hier ist zum Beispiel Veranstaltungen. Hier ist ein Filter in den Kalender und hier erscheinen
nur die Veranstaltungen von Berlin oder nur deine Veranstaltungen. Und das ist nicht schlecht. Jo. Wunderbar. Ja, deswegen kann ich nicht so gut Abendsendungen vorbereiten. Themen, was wir normalerweise früher gemacht haben. Wir haben ein Thema gehabt, 5, 6, 7 Referenten über Sucht, über Gesundheit. Und da haben wir uns in ein paar Stunden ausgetauscht. Immer jemand telefonisch interviewt. Und aber redaktionell schaffe ich nicht. Ich bin bis eine Minute kurz davor mit Organisationssachen beschäftigt. Und ich bin manchmal, ich akzeptiere das, denke ich, Mensch, warum muss man immer konsumieren, konsumieren, konsumieren? Wo sind die Leute, die die Schöpfer sind? Viele haben keine Lust, aber viele könnten, jeder könnte eine fantastische Monatssendung organisieren, in denen er einfach auch Referenten über bestimmte Bereiche, Themen, die dir gefallen, zusammenbringen. Und das ist natürlich ein Segen, weil du hast die Kontakte, du sprichst mit den Leuten, du begegnest Götter und du hast für die Existenz die Ehre, über ein Thema in einem Abend neue Erkenntnisse zu bekommen, indem du Götter oder neue Wissenschaft, neue Leute vorstellst. Das heißt, setzt dich am Telefon, guckst in Google das Thema, was dich interessiert, zum Beispiel gesund essen oder was die, und guckst, sprichst 10 Organisationen an, schreibst E-Mail, wir wollen dann und dann und dann eine Konferenz machen über, was weiß ich, MS, dieses neues Mittel, was sehr gegen Bakterien ist, kann man vieles heilen, zum Beispiel im Mundbereich, für die Zähne, kann man echt diese ganze Sachen absetzen. Okay, da kennt sich Sabine aus. Und dann guckst du im Netz, sagst, schreibst Mail, ich möchte am Freitag so und so von 20 dich, sie interviewen, telefonisch, beziehungsweise ich kann das machen oder du kannst das machen von zu Hause. Und ich schalte dich telefonisch oder über Skype oder direkt gehst du auf Sendung. Die Möglichkeiten sind viele. Und ich verstehe manchmal nicht, warum das nicht geschieht. Ne? Alle sind schon am Konsumieren. Es ist schon eine große Konsumhaltung. Ne? Dann sage ich, ja, wundern wir uns nicht, wenn Missbrauch und so weiter. Weil wir sind zu wenig Schöpfer. Natürlich, das ist eine der Sachen. Viele machen andere Sachen. Das ist richtig, aber ich denke schon, dass das die leichteste Methode ist, weil das, was wir jetzt machen würden, könnten heute Abend, ist immer gespeichert, kann immer gesehen werden. Und wenn 10 Referenten an einem Abend über ein Thema, jeder gibt das bekannt, nach 2 Stunden gibt es neue Erkenntnisse, das ist eine kostenlose Universität, die wirklich die leichter geht es nicht. Ne? Man lässt sich einfach auch bedienen, man konsumiert, natürlich Seminare, Kongresse, hier und da hinfahren, Hotel und so weiter. Und hier haben wir das jeden Abend die Möglichkeit. So, das ist, was ich gerne jetzt sage. Okay.
Ja, wir haben sehr viele Aktivitäten im Moment. Aber eben diese Aktivitäten, die zeigen sich jetzt nicht im Livestream, ne? Jo, habt ihr was zu eurer Entlastung zu sagen? Ist jemand da? Okay, gut. Also diese Sendungen sind nicht, viele sind informativ. Es gibt Themen. Und wenn es kein Thema gibt, dann gehe ich auf Sendung, um eventuell Fragen zu beantworten. Sie, so wie ein Streamletter, ich erzähle, was es gibt. Aber es ist interaktiv. Das heißt, wenn nichts kommt, wenn ich kein Thema habe, oft mache ich Serien von Themen, dann Studio-Netztelefon habe ich jetzt eingeblendet. Hallo, Fräulein Katja. Ja, und für mich, also für mich ist das der Paradies, ne? Und eben verstehe ich nicht, warum wir so viel konsumieren und so wenig selbst gestalten. Und wir sind, einige machen das natürlich, nachdem wir angefangen haben, ein bisschen auch, aber hier ist eine andere Dimension, weil wir über 2000 Referenten oder Organisationen verbinden, mehr oder weniger aktiv, eher weniger aktiv. Und natürlich der Vorteil ist, hier kann man auch in Chat Frage stellen, anonym. Man kann eine Beratung bekommen. Das heißt, wenn Themen da sind, die für dich wichtig sind, schauen wir meistens gemeinsam und du wirst nicht nur von meiner Wenigkeit wahrgenommen, was sowieso schon Nahrung ist, sondern du wirst von einem Organismus, nicht nur von den wenigen Zuschauern, die da sind, sondern von alles, was sich in den letzten Jahren an Bewusstseins Schwingungen entwickelt hat mit diesen Live-Sendungen. Das heißt, dass diese Live-Sendungen haben ein hundertfaches, um so eine Zahl zu sagen, Erfolg in das Erkennen, in der Intensität. Ich bekomme auf dieser Ebene ganz andere Informationen, viel tiefer, viel klarer, wie wenn ich mit jemand zu zweit arbeite. Und eben, ich muss nicht Foto, Adresse oder was weiß ich haben, sondern brauche überhaupt nichts, nur dein Nickname, etwas, womit ich dich benennen kann. Und manchmal denke ich, lasse ich das jetzt für ein paar Monate und mache nur die Aktivitäten. Aber ich bin, weil ich es schon seit 5 bis 7 Jahren das schon mache, vor 5 Jahren war ich im Fernsehen fast täglich, bin schon sehr konsequent in meine Sachen und bin ich jeden Abend da. Und wenn wir so das Film mitteilen, dann kommen die Leute, aber ich habe keine Lust, immer einzuladen. Sondern das ist eine Möglichkeit und lade dich ein, etwas zu gestalten, was dein Thema ist. Und es kann auch dein Glück sein, nicht immer mein Glück. Für viele ist es nicht, aber für viele ist es schon. Und die, die sich nicht trauen, du kannst jederzeit, ich denke, wenn du ein Thema hast,
hast du, was weiß ich, dein Thema sind große Ängste. Ne? Dann sagst du, Jeet, ich möchte eine Konferenz über Ängste machen. Ne? Gut, wenn du aktiv wirst, ist schon Heilung da. Das heißt, wir bestimmen einen Tag, einen Abend und du schaust rum, guckst im Netz, wer Profi ist oder welches Material oder welche Texte dir gut gefallen und lädst 2, 3, 4 Experten in dem Bereich, was dich interessiert, fragst du die, wir wollen dich telefonisch interviewen oder über Skype, ich kann Bild und alles einblenden. Und was geschieht? Du kontaktierst, dein Thema erweitert sich, du bekommst Erkenntnisse und du, indem du aktiv wirst und etwas in Gestalt gibst, bekommst du schon beim Organisieren, es sind Anrufe, 1, 2 Tage Arbeit, bekommst schon Erkenntnisse beim Organisieren und danach und während des Segen, den du bekommst von Existence auf jeden Fall. Und das ist für mich der Weg, der einzige, ich nenne es politischen Weg, denn da über die Sache reden, alternative Sachen zu machen, alles bringt nichts. Für mich ist eine Bewusstseinsarbeit und wenn Thema Angst im Mittelpunkt ist, hier in den Feldern, es ist kein virtueller Raum, was wir hier gestalten. Das ist mehr Realität, als wie wenn wir uns körperlich sehen. Hier ist eine Seelenkommunikation einfacher. Natürlich, es hat seine Vorteile und Nachteile, aber hier ist das das Jetzt-Wesen nicht, ist das ewige Wesen ist dabei. Weil wir körperlich entfernt sind, ist nicht die Jetzt-Eva, sondern die ewige Eva. Deine Seele, deine Essenz ist dabei. Also, das ist eine höhere Dimension der Schöpfung, der Kommunikation, der Kommunion, der Verschmelzung. Und ich sage das seit 5 Jahren, manchmal bin ich müde und dann weiter und ich bekomme immer, wenn ich Dickkopf bin, bekomme ich immer dann die Belohnung. Sowieso dadurch, dass ich immer durch diese Arbeit, der manchmal anstrengend ist, organisatorische Arbeit, manchmal bis um 4 Uhr nachts, bin ich frisch, bin ich top, bin ich einigermaßen frisch, oft manchmal klar und bekomme immer das Neueste mit, bin ich immer mit meiner Antenne up to date, denn durch die E-Mail, durch die Gespräche, durch die Kongresse, durch die Leute, die wir täglich ansprechen, anrufen, durch die Texte, die wir schreiben, bekomme ich ständige Update für das Wesentliche. Jo. Habt ihr was geschrieben? Nichts. Gut. Jo, das wollte ich heute mitteilen. Und warum sind diese Konferenzen für mich wichtig? Ne? Das schaffe ich nicht in Texte. Vielleicht heute war heute bin ich ein bisschen
geholfen worden. Von Anjoka aus Leipzig. Warum sind diese Konferenzen so wichtig? Weil es eine absolute, höchste, intelligenteste Dimension ist. Wir können konsumieren, wir können Kongresse und Konferenzen konsumieren, Messen konsumieren. Die Konferenzen, die wir organisieren, ist der Konsum ausgeschlossen. Alle Referenten stellen sich zuerst vor. Die haben sich gezeigt. Alle anderen Referenten sind dabei und die hören nicht zu. Mensch, was für doofe Sachen sie sagt, ich kann es besser. Es wird alles so eingerichtet, dass jeder, ob es verstanden wird oder nicht, Aufmerksamkeit bekommt und durch den Schleier auch geschaut wird, so jeder wird in seine Gottheit gesehen. So, nachdem man 5, 6, 7 Referenten gehört hat, jeder bekommt Eingebungen, Impulse, geht man im Podium und entsteht ein neues Kind, ein neues Vokabular, neue Erkenntnisse innerhalb eines Tages. Und das heißt, dass es auf alle Ebenen ist für Referenten interessant, weil es eine Werbepotenzierung um 100% gegenüber jede andere Werbung, ne? Und warum kann ich euch gerne zeigen? Ich weiß nicht, ich schau mal jetzt. Wir haben heute eben die Tantra-Massage-Konferenz, habe ich heute geschrieben. So, jetzt gebe ich das in Google. Es gibt sicher Millionen von Tantra. So, gehe ich jetzt in Google und YouTube als Beispiel. Nach 10 Minuten, nachdem ich es reingesetzt habe, war das, was wir heute aufgenommen haben von der Anjoka, Nummer 1 und Nummer 2 und Nummer 3, was wir davor gemacht hatten, vor alles andere, was jemals gemacht worden ist. So, das ist das nicht nur natürlich auf der Werbungsebene, sondern auch im Feld. Das, was wir machen, breitet sich aus, weil es durch die Konvergenz von mehreren Referenten, wie gesagt, in normale Messen, und jeder kommt, macht seinen Vortrag und geht weg, ist nicht dieses organismische Intelligenz, was für mich eine Voraussetzung ist für meine Teilnahme. Ich möchte nur Luxus und Überfluss haben. Hallo Fräulein Katja, ich höre dir zu und arbeite nebenbei ein bisschen. Und deswegen, ich weiß, dass die meisten sagen, Mensch, biete mir jetzt was an. Mach ein Channeling oder und ich sage, ja, ich kann jetzt was ganz Tolles machen, dass du denkst, wie gut ich bin. Aber das mag ich nicht. Habe ich früher gemacht, habe ich Erfolg gehabt, bis zum geht nicht mehr. Ich möchte Freunde haben und ich möchte nicht irgendwo open sein,
sondern ich möchte ein Teil des Kreises sein. Und das ist nur möglich, wenn du deine Möglichkeiten aktivierst und einschaltest. Und ich mache meinen Teil und tue deinen Teil. Und das ist möglich und ich habe das, ich habe die Autorität, das zu sagen, denn ich kann das auch begleiten. Niemand, wenn wir was gemeinsam machen, fühlt sich niemand gut. Es war immer alle zufrieden und glücklich. 100, 200 Konferenzen, was wir schon mindestens organisiert haben, war immer okay. Gut, wenn es jetzt keine Frage gibt, das war für heute. Und ansonsten wisst ihr, ihr habt die Möglichkeit, mehrere tausend Aufzeichnungen zu schauen nach Thema. Ist nicht so gut hier in Experten organisiert, aber einfach weil ich schaffe es nicht anders oder ich schaffe es nicht, andere Menschen mit einzubeziehen. Wir haben viele Leute, die ein bisschen geholfen haben, aber das ist eine immense Arbeit. Also hier Medien, man kann nach Referenten schauen. Für jeden Referent gibt es 10 bis 100 Videos. Also je nach Thema, was man, so die sind so oder so. Und ich kann die jetzt nicht anders organisieren. Ingrid Kemina wird Mittwoch wieder auf Sendung gehen. Joe Conrad. Johannes Schlederer. Christina Soraya. Ja, dann nach Themen, nach Jahr, nach Themen. So, ist ein bisschen chaotisch, aber ist ja kostenlos. Ich habe keine Millionen, um ein Staff von 10 Leuten zu zahlen. Jetzt ist es so. Das habe ich heute gemacht. Meditation. Also hier sind mehrere Playlists. MedMob, der Leiter von MedMob. Oder der Gründer, Patrick Kronfli. Dann hier sind die nächsten Konferenzen und hier ist MedMob Dresden, eine Serie von Aufzeichnungen, ist auch eine Playlist. Das ist auch eine Playlist. Das ist auch eine Playlist, MedMob 20 Video. Wenn ihr hier klickt, dann klickt ihr hier und dann kommen sie alle. Also das meiste, was wir gemacht haben, ist live gesendet worden. Das ist Krishna School aus Leipzig. Das sind auch 7 Videos. Hier meditatives Haare schneiden. Das ist alles mit Thema Meditation. Ne? Hier ist die Ingrid. Und hier manche Sachen sind schon 500 bis 1000 Mal angeklickt worden. Ne? Das könnt ihr so hier sehen, wenn ihr macht hier auf YouTube ansehen. Ja, hier eine kleine Sache, es war wirklich kurz, 314 Aufrufe. Ne? Hier 5000 Aufrufe. Wir haben auch eins mit 10.000 oder so. Jo. So, das heißt, es wird schon gesehen und wir haben hier auf der Startseite irgendwo geschrieben Seitenaufrufe, das ist jetzt von 1 und 1, nur die GTV-Seite ohne YouTube und so weiter. Also bis zu, haben wir hier auch bis zu 60.000 Aufrufe an einem Tag. Das heißt, das ist das Dreifache, Vierfache
plus Livestream, plus YouTube, plus alles, was wir sonst, alle andere Webseiten, was wir haben. Jo. Ja, dann bedanke ich mich für eure Fragen. Und danke an Katja, Fräulein Katja, dass sie einen Gruß geschrieben hat. Und bis morgen. Dann schreibe ich jetzt 12. Juli. Mitmachen. Okay, Dankeschön. Tschüss. Wo ist das jetzt?